So, damit ist es 9 Uhr. Dann würde ich mit beginnen. Herzlich willkommen und schönen guten Morgen zu unserem Webinar Ask Me Anything. Heute about Microsoft, BVD, Azure und alles, was in dem ganzen Gebiet sich noch alles mit rumtreibt. Das heißt, Ask Me Anything basiert wieder auf unserem bekannten Prinzip. Es gibt dieses 1-2-3-Prinzip, das heißt eine Frage, zwei Teilnehmer, sprich der Fragensteller und der Beantworter. Wie dann auch die 3 steht für die 3 Minuten, die wir als Antwortzeit uns selber geben müssen. Warum das Ganze? Damit es nicht allzu langweilig wird und dass das kein Standard-Webinar mit da wird, sondern eben ein geführtes Webinar. Dafür habe ich mir ein paar Experten mit eingeladen. Vielen Dank schon mal, dass ihr euch die Zeit mitnehmt. Bernd und Bernhard von der Microsoft mit dabei. Ich glaube, wir können vielleicht ein paar Takte zu euch selber mit sagen, dass die Teilnehmer auch wissen, mit wem haben wir es denn heute mit zu tun und welche Fragen können wir denn an euch wirklich mitstellen. Bernhard Frank, ich bin Cloud Solution Architekt bei der Microsoft in der Partnerorganisation und bin schon ein bisschen länger bei der Microsoft, war immer irgendwo in technischen Rollen unterwegs, habe viel Data Center On-Premise gemacht mit Windows Server, System Center, Hyper-V etc. pp. Und bin seit 5 bis plus Jahren jetzt dem Thema Azure natürlich verhaftet und davon sehr stark in der Infrastruktur. So, dann auch nochmal von meiner Seite. Guten Morgen. Bernd Löhlein, Technical Specialist für Windows Virtual Desktop in unserem EMEA Global Black Belt Team. Bin seit ungefähr einem Jahr jetzt bei der Microsoft. Kümmere mich da eben um Windows Virtual Desktop. Davor hatte ich hauptsächlich die Storage-Themen ein bisschen mit betreut und in meiner Vergangenheit auch immer ja relativ starken Fokus auf Infrastruktur und auch immer mal wieder virtuelle Desktops natürlich ein Thema gewesen. Super, dann vielen Dank schon mal für eure Zeit und dass ihr heute mit dabei seid. Wie gesagt, Zeitkorridor haben wir uns eine knappe Stunde mitgesetzt. Wir haben keine fixe Agenda. Mir bleibt die große Ehre zuteil, dass ich euch die allererste Frage stellen darf und dann werden wir einfach mal aufpassen, was uns aus unseren Teilnehmerkreisen passiert. Für die Teilnehmer noch kurz die Information: Das Webinar wird aufgezeichnet, auch später dann auf unserem YouTube-Kanal mit veröffentlicht. Das heißt, wir werden keine Namen nennen. Auch die Teilnehmeransichten untereinander sind soweit deaktiviert. Das heißt, da sind wir datenschutzrechtlich auch soweit konform. Gilt aber dann natürlich auch, stellt wirklich jede Frage, die ihr schon immer mal fragen wolltet, an die beiden Kollegen hier von der Microsoft. Also alles, was vielleicht mal so im Hintergrund mit war oder strategische Ausrichtung, auch gerne technisch mit dazu. Jede Frage haben wir jetzt die Chance, dass man uns loswerden kann. Wie können Fragen gestellt werden? Wir haben eine Fragensektion rechts in dem Bedienpanel von dem GoToWebinar, zumindest meistens ist es auf der rechten Seite, da einfach die ersten Fragen mit reinstellen. Ich habe schon gesehen, ein paar sind mit dabei. Guten Morgen um 10. Heute fangen wir um 9 an, lag ein bisschen an der Terminkoordination. Ansonsten ist es völlig korrekt. Immer dritter Dienstag im Monat um 10 sind unsere AMA-Webinare. Heute ausnahmsweise mal um 9. Und scheinbar funktioniert das mit den Webcams nicht. Es tut uns leid, wir haben sie zumindest mal aktiviert alle. Wenn es nicht übertragen wird, dann dürft ihr uns trotzdem glauben, wir sind da. Gut, also dann würde ich sagen, beginnen wir mal, schnacken wir nicht lang rum. Meine erste Frage, vielleicht dann jetzt gerade an den Bernhard nochmal an dich. Was ist denn WVD? Warum sind wir denn heute zusammengekommen? Okay, Windows Virtual Desktop ist ja unsere Desktop-as-a-Service-Lösung, wenn man so möchte. Es gab ja schon mal eine Terminal-Server-Lösung in Azure, die ja aufgrund von ein paar Problemen, die wir natürlich hatten, auch muss man ganz fairerweise sagen, wieder vom Markt genommen worden ist. Windows Virtual Desktop ist, wenn man so möchte, jetzt der Relaunch. Und deutlich anders, deutlich performanter. Und ich werfe vielleicht mal, wenn ich darf, ja, ein Architekturslide ein bisschen auf, weil es zeigt es vielleicht ganz schön. Dann wisst ihr auch, sage ich mal, was ich damit meine. So, jetzt muss ich es nur finden. Gebe dir mal die entsprechende Rolle. Yep. So, jetzt kannst du es wieder mit scheren. So, ihr müsst mir sagen, welchen Screen ihr jetzt shared von meinen beiden seht. Ich sehe eine PowerPoint von dir. Ja, davon gibt es jetzt zwei. Siehst du die noch? Die Architektur sehe ich nur. Die Also Architektur, Virtual genau. Desktop Architecture. Okay, also du siehst quasi meinen Hauptscreen. Okay, dann schiebe ich das mal rum. Okay, das heißt, was kriegen wir denn eigentlich mit Windows Virtual Desktop? Also wir haben natürlich einerseits ist es ein Service, der nur bei Microsoft läuft, also sprich in unserer Cloud, in Microsoft Azure. Das heißt, wir haben unsere Microsoft Azure Rechenzentren, wo unsere Hypervisor drinstehen, unser Storage und unser Netzwerk.
Und dann haben wir hier oben den Teil, der eigentlich, ganz kurz, seht ihr den? Also ihr seht die Architektur-Slide. Genau, aber da ist noch so ein Fehler, so eine Meldung mit davor, kein Fehler, sondern eine Meldung. You're the presenter, go to Webinar. Also das Monitorbild sehen wir gerade. Okay, die Fehlermeldung, die sehe ich nicht. Ich sehe nur, sage ich jetzt mal, einerseits meinen leeren Desktop mit der Anwendung und den und die das PowerPoint-Slide. Okay. Aber ihr seht das Slide. Ja, aber das ist diese Meldung davor. Oder wenn du es nochmal neu überträgst, verlassen wir schon langsam unsere ersten 3 Minuten, aber das ist nicht schlimm. Der Inhalt soll hier transportiert werden. Okay, warte mal, dann setze ich das vielleicht mal auf den anderen Schirm. Kann ich bestimmen, welchen Schirm ich mache? Ja. Okay. Boah, das Tool ist nicht so aus meinem. Nächstes Mal machen wir wieder Teams. Ja, ich irgendwie ist mir ein Fachidiot. Okay, ich versuche mal hier meinen Screen nochmal zu sharen. Sagt nochmal. Hast du schon Fragen vorbereitet? Ist auch schön. Ja, nee, das sind ein paar Ideen so im Hintergrund, die ich mir dazu gemacht habe. Okay, irgendwie schaffe ich es nicht, die Folie darüber zu bringen. Irgendwie. Dann müssen wir es mal so machen. Okay, aber ich glaube, zusammenfassend kann man sagen, WVD ist so die Desktop-as-a-Service-Variante, also eine VDI-Umgebung basierend auf Azure. Richtig, genau. Und du kriegst halt ein paar Dienste, sage ich jetzt mal, die du normalerweise in einer klassischen Terminal-Server-Farm selber hosten müsstest. Mhm. Die übernehmen wir in Azure. Das heißt, du musst dich um Lastverteilung, um das Load Balancing, um die Datenbanken und den ganzen Krempel musst du dich eigentlich nicht kümmern, sondern das macht eine Microsoft. Allerdings gibt es dann schon Dinge, um die du dich kümmern musst, nämlich die Worker-Knoten, also sprich die Desktops, auf die sich die Nutzer verbinden. Ja, da entscheidest du, welches Betriebssystem da drauf soll. Du musst es auch pflegen, du musst die Anwendungen da drauf bringen und da fallen natürlich auch dann entsprechend die Kosten an. Ja, aber ganz spannend auch in dem Zuge ist, dass Windows Virtual Desktop natürlich eine Vielzahl von Zugriffsmöglichkeiten unterstützt, also egal mit welchem Client ich jetzt da unterwegs bin, Mac, Android Phone, PC, ich komme an meinen Desktop, es gibt entsprechende Clients dafür. Und auch ganz spannend ist das Windows 10 Multisession, das besondere Betriebssystem, was wir quasi hier in der Cloud verhosten dürfen. Aha. Okay, das heißt, es trifft aber, weil noch gar keine Frage jetzt im Moment aus dem Teilnehmerkreis mit dabei ist, trifft auch so diesen Modern Workplace-Gedanken. Also jetzt gerade vielleicht viele Unternehmen, das haben wir zumindest festgestellt, haben auch während der Corona-Zeit, während des ersten Lockdowns so ein bisschen mit gehadert. Wir brauchen VPN-Zugänge, wir müssen die User enablen, dass die wirklich von überall oder mindestens aus dem Homeoffice aus mitarbeiten können. Jetzt, wenn du sagst, WVD wäre da eine Herangehensweise aus dem Microsoft-Kosmos zu sagen, Leute, der Desktop ist immer da, du kannst von jedem Endgerät auch mit drauf zugreifen. Richtig, genau. Und das haben wir auch gesehen. Wir haben natürlich, sage ich jetzt mal, grundsätzlich schon ein starkes Interesse an dem Service gehabt, schon vor Corona natürlich, logischerweise. Im März, als dann der Lockdown zumindest von unserer Seite in Europa dann kam, haben wir das natürlich auch in unseren Rechenzentren gemerkt. Also das war mit neben Teams natürlich einer der Services, die am stärksten gewachsen sind. War ganz interessant zu sehen, ne, wo man sich als Microsoft-Mitarbeiter gedacht hat, schaffen Sie es, kriegen Sie es hin irgendwie auch, weil natürlich jeder weiß, irgendwo steht die Hardware in Azure auch nicht nur leer rum, ja, sondern ist natürlich auch ein Stück weit in Verwendung und können die damit in Ressourcen zurecht und das haben sie eigentlich bis auf ein paar kleinere Ausfälle ziemlich gut hingekriegt. Und das ist schon beeindruckend eigentlich, wie das gut funktioniert hat. Okay. Was würdest denn du sagen, wo ist denn so die attraktivste Zielgruppe mit für euch? Ich meine, der Service, den gibt es ja schon relativ lang. Ihr habt schon sehr viel auch Energie und Geld natürlich in die ganze Entwicklung mit reingesteckt. Aber würdest du sagen, wir adressieren jetzt primär so die BMWs und Siemens dieser Welt oder ist es dann wirklich auch für so einen typischen KMU-Bereich was, Mittelstand? Also wo siehst du denn die typischen Einsatzszenarien beim WVD?
Ja, früher unsere, also wenn du dir selber eine Terminal-Server-Farm aufbaust, dann musst du eine bestimmte Nutzeranzahl haben, damit sich es überhaupt erstmal rechnet, ja? Weil sonst magst du den Aufwand nicht. Durch das, dass jetzt bei WVD jetzt bestimmte Dinge weggefallen sind aus deiner Subscription, also die Gateways zum Beispiel, ja, die Brokers, also alles das, was du brauchst, skaliert es eigentlich schon ziemlich. Ja, ziemlich fast ab null weg, würde ich es mal sagen, irgendwie. Also das heißt, Szenarien von 5 Nutzern bis, keine Ahnung, ein paar hundert, paar tausend sind durchaus machbar. Also da ist die Spanne ist ziemlich breit, was wir sehen. Also wir sehen die Kleinen, die haben vielleicht, sage ich jetzt mal, eher die technischen Herausforderungen, ja, wie weil WVD schon noch vom Management her noch ein paar Herausforderungen stellt. Und die Großen, die sehen wir auch. Also wir haben beide Kundenklientels. Okay. Auf die Voraussetzung würde ich gleich noch mit zu sprechen kommen. Auf der anderen Seite, wenn wir jetzt sagen, wir interessieren mal den ganz, ganz großen Kundenbereich, ist so das Erste, was bei mir im Kopf mit ankommt, Bandbreite. Jetzt wissen wir natürlich in Deutschland, wir stehen ja kurz vor der 5G-Implementierung, ja, oder auch nicht. Ja, also ich wohne ja in einem ganz, ganz kleinen Dorf, da sind wir froh, dass wir sowas wie Internet noch neben der Post haben. Wie sieht es in der Bandbreitentechnisch mit aus? Also ist das was, wo ihr auch sagt, das kann man nutzen in dem Mobile-Bereich, also der normale LTE würde mit ausreichen. Ja. Und dann natürlich zweite Frage, vielleicht kann der Bernd da nochmal mithelfen, das waren genau diese Voraussetzungen. Also was muss man denn typischerweise mitbringen oder vorbereiten? Oder ist es einfach so, dass ich sage, Mensch, gute Idee, ich brauche jetzt gar nichts mehr selbst, ich mache jetzt rein WVD, kaufe mir bei dem Händler meines Vertrauens ein Notebook und ab dann kann es losgehen. Okay, also spreche ich ein und Bernd, darfst du dann gern ergänzen bei dem Punkt oder von deiner Sichtweise aus. Also jeder, der irgendwie auf dem Handy Videos guckt, der braucht schon mehr Bandbreite als eine normale Terminal-Server-Verbindung. Ja, hängt natürlich immer ein bisschen davon ab, mit welchem Desktop verbindet ist der sich, was hat der da für eine Auflösung, ja. Aber das sehe ich jetzt weniger als Problem, die Bandbreite da entsprechend herzukriegen. Na, wir wissen alle, es gibt dunkle Bereiche in Deutschland, da schaut es schlechter aus. Da schaut es aber generell, sage ich jetzt mal, halt dann mit der Netzabdeckung schwieriger aus. Was aber ganz spannend ist, ist zum Beispiel solche Themen wie 3D. Also wir haben durchaus Szenarien, wo man sagt, man legt den 3D-Arbeitsplatz, also Konstruktionssoftware, sei es jetzt aus der Chemieindustrie, sei es jetzt für Architektur, sei es jetzt für Maschinenbau, wirklich in Windows Virtual Desktop. Warum? Und das hat mich persönlich auch ein bisschen überrascht, weil ich habe eigentlich gedacht, naja, die Bandbreite ist jetzt vielleicht nicht so das Problem, aber die Latenzen, die man da hat irgendwie, ne? Also sprich, weil der Arbeitsplatz, der steht ja in unserem Rechenzentrum und das ist ja schon ein paar Kilometer, sage ich jetzt mal, vielleicht von meiner Lokation weg. Aber durch das, dass wir mit unseren Datacentern relativ regional gut vertreten sind, bist du natürlich auch schnell bei deinem Desktop. Ja? Und gerade zum Beispiel Amsterdam ist ja zumindest für den Westen von Deutschland ziemlich gut angebunden auch. Das heißt, diese Roundtrip-Zeiten, die du da hast, die sind völlig okay auch für einen 3D-Arbeitsplatz. Ja? Okay. Und wenn ihr das mal sehen wollt, dann kann ich das auch mal zeigen. Ich würde das mal vorbereiten und Bernd kann vielleicht noch auf die Voraussetzungen ein bisschen eingehen. Also Genau, ich würde ich glaube, es dann wäre mal natürlich anfangen. den Dank schon mal dafür. Nur ganz kurz, also wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass gerade in so Konstruktionsbereichen die CAD Remote auch in der typischen VDI-Umgebung, wenn man es nicht wirklich sinnvoll mit einer GPU mit adressiert, oftmals schwierig tut oder zumindest der Konstrukteur damit nur ganz, ganz schwer mitarbeiten kann. Also von daher, das finde ich schon mal sehr, sehr gut. Aber Bernd, sorry, dann mach du gerne mit weiter, dann wollte ich dich gar nicht unterbrechen. Kein Problem. Dann steigen wir da vielleicht gleich bei den Latenzen nochmal mit ein. Da haben wir natürlich auch den Vorteil, dadurch, dass wir mehrere Rechenzentrumsregionen letztendlich auch haben, haben wir auch eine breite Verfügbarkeit unserer Gateways, weil natürlich ja, bei kleineren Unternehmen, sage ich mal, ist jetzt eher regional vermutlich die Mitarbeiteranzahl, aber gerade bei unseren größeren Kunden sind wir natürlich auch komplett über Deutschland, über mehrere Länder, über Europa querbeet verteilt. Und da kommt es natürlich dann auch zugute, dass wir hier mit dem Service, wo sich der einzelne Kunde letztendlich nicht so einfach tun würde, in der eigenen Implementierung die Gateways bereitstellen können. Zum Beispiel vor ungefähr 5, 6 Wochen ist das Gateway in Deutschland online gegangen. Das heißt, ich muss mich nicht zu meinen virtuellen Maschinen selber letztendlich verbinden, die vielleicht in Amsterdam laufen oder vielleicht in Dublin oder wo auch immer die Region der Wahl an der Stelle ist, sondern der Client verbindet sich letztendlich zu der sich nähesten Position.
damit wir hier letztendlich auch die Vorteile haben von einer niedrigen Latenz. Und ab diesem lokalen Zugriffspunkt, in Anführungszeichen, haben wir dann den Vorteil, dass wir einfach unseren Backbone intern nehmen können und hier letztendlich hochoptimiert die Pakete dann transferieren können. Und dann haben wir, glaube ich, auch einen relativ schönen Übertritt gleich zu den Voraussetzungen. Das heißt, fangen wir vielleicht mal von der nicht-technischen Seite an. Was brauche ich von der lizenzrechtlichen Seite, dass ich damit starten kann? Weil das ist ja oftmals das, was dann auch in der Diskussion mit einer der ersten Punkte ist. Und zwar haben wir da einfach den Service als solches erstmal kostenneutral, stellen wir den Kunden zur Verfügung. Das ist vielen vielleicht jetzt auch nicht so direkt bewusst, weil die Lizenzierung letztendlich auf der User-Ebene passiert, auf der Aufsicht der Betriebssysteme. Das heißt, wir haben viele Kunden, die klassisch in Richtung Microsoft 365 Lizenzierung gehen. Und da ist in vielen Microsoft 365 Paketen ist bereits dieses Windows 10 Zugriffsrecht mit enthalten. Und somit kann ich dann quasi ohne wirkliche Mehrkosten auf den Service zugreifen. Ich habe dann letztendlich wirklich nur die Kosten, die für die virtuellen Maschinen entstehen, wenn die letztendlich aktiv sind und laufen. Was wir zusätzlich noch brauchen von der technischen Seite, ist natürlich irgendwo eine klassische Active Directory Infrastruktur, damit wir uns da quasi anbinden können. Das heißt, wir erwarten nicht vom Kunden, dass wir da nochmal komplett eine Userbasis in Azure irgendwo separat implementieren, sondern wir verknüpfen uns letztendlich mit der bestehenden Userbasis im bestehenden Active Directory, was idealerweise auch schon eine Synchronisierung in das Azure Active Directory des Kunden hat. Wenn nicht, sollte man das in diesem Zuge mit implementieren, weil wir mit Windows Virtual Desktop als Azure Service natürlich primär auf die User-Datenbank im Azure Active Directory zugreifen. Aber das ist, wie gesagt, nur ein Replikat letztendlich der On-Premise-User- und Gruppenobjekte. Das heißt, da müssen wir das Rad auch nicht neu erfinden. Und zusätzlich zu den Usern brauchen wir natürlich dann auch noch, gerade wenn es darum geht, irgendwelche Applikationen zugreifbar zu machen, die vielleicht noch im Rechenzentrum lokal gehostet werden, auch in irgendeiner Form eine Verbindung in das lokale Rechenzentrum. Das heißt, da reden wir entweder von einem Side-to-Side-VPN oder je nach Anforderungen, wenn höhere Bandbreiten, niedrige Latenzen benötigt werden, vielleicht auch mal eine Express-Route. Aber da spricht jetzt prinzipbedingt auch nichts gegen ein Side-to-Side-VPN, was die Kosten dann natürlich auch nochmal entsprechend reduziert, beziehungsweise den Aufwand, weil man dann nicht direkt mit einer Express-Route anfangen müsste, wo die Einstiegsschwelle natürlich ein bisschen höher jetzt wäre. Okay. Aber wie gesagt, im Office 365-Umfeld dürften eigentlich die meisten schon irgendwo eine mit Azure AD gesynktes Active Directory haben. Ja. Und ich weiß nicht, ob man jetzt meinen Desktop sehen kann. Könnt ihr den sehen? Ja, mit Task Manager und einem Browser. Mhm. Ja, genau. Und das ist quasi jetzt so ein Desktop, mit dem ich mich jetzt quasi als Nutzer verbunden habe. Und das ist einfach, wir brauchen das AD-Stand heute noch, damit man quasi diese Desktops, die sind Domain-Joined und die brauchen halt irgendwo einen Domain-Controller, mit dem sie sich quasi verheiraten können. Okay, ja, also wenn ihr meinen Desktop jetzt seht, ich weiß nicht, wie das Bild bei euch ankommt, wie ruckelfrei es, sage ich jetzt mal, ist natürlich immer, sage ich jetzt mal, ein bisschen eine Herausforderung, gerade so ein 3D-Arbeitsplatz, wo es wirklich auf Bandbreite ankommt, zu zeigen, dass es eigentlich ziemlich gut performt. Ja. Ich kann euch nur versprechen, es schaut bei mir besser aus, als wahrscheinlich es dann durch den GoToWebinar-Schlauch dann ausschaut oder auch durch den Teams-Schlauch ausschauen wird. Aber ich glaube, ihr kriegt das Bild. Ich habe jetzt hier mal, das ist eine virtuelle Maschine vom Typ NV, eigentlich also eine mit, wo die in der Hardware in Amsterdam quasi spezielle Grafikkarten gesteckt sind. Welche, das sieht man hier, diese Nvidia Tesla M60-Karte. Ist schon eine, sage ich jetzt mal, eine etwas performantere Maschine, aber ist jetzt noch nicht ein Riesending. Und das wäre jetzt vielleicht könnte jetzt so ein 3D-Arbeitsplatz sein. Ja. Das heißt, ich kriege auch wirklich die Grafikkarte da rein gereicht. Und jetzt machen wir einfach mal hier einen Test, ja, ob das auch wirklich funktioniert. Es gibt da so eine Webseite, wo man, sage ich jetzt mal, hier ein paar Fische simulieren kann. Bei mir zumindest sieht das komplett ruckelfrei aus. Ja. Das heißt, auch wenn ich jetzt hier von der Anzahl der Fische ein bisschen nach oben gehe, ja, seht ihr auch, dass die Maschine sich da langweilt, weil die Frames per Second Rate immer noch bei 30 Frames per Second ist. Ja. Natürlich habe ich jetzt vielleicht, ihr seht auch, dass die Bandbreite hier ein Problem ist.
weil er hier jetzt schon entsprechend mit 8 oder 9 Megabit sendet. Ja. Den Screen, mit dem ich mich verbunden habe, ist ein Full HD. Das heißt, da muss ich schon, sage ich jetzt mal, ein bisschen was übers Netzwerk schieben. Also das vielleicht noch ein Stück weit zu deiner Frage mit der Bandbreite. Aber was man auch schön sieht, ist, dass die GPU ja hier Arbeit verrichtet. Das heißt, hätte ich jetzt eine VM-Typ ohne Grafikkartenunterstützung, wäre die CPU-Auslastung mindestens, also auf jeden Fall bei 100%, ja, und das Ding wäre am Anschlag und es wäre nicht so ruckelfrei. Ja. Also das zeigt schon mal, dass das eigentlich ganz gut funktioniert. Und wenn man da mal reinguckt, auch in die Leistungswerte, dann sieht man auch, dass die entsprechenden Roundtrip-Zeiten, ja, von 40 Millisekunden, also von mir nach Amsterdam und wieder zurück, eigentlich, sage ich jetzt mal, ja, würde man jetzt mal sagen, vielleicht für einen 3D-Arbeitsplatz nicht so optimal sind, ja, aber wenn man jetzt mal hier reingeht und vielleicht mal so ein Tool öffnet, so ein 3D-Tool, so ein Zeichentool, dann kann man damit auch schon entsprechend gut arbeiten. Ja, man muss halt immer gucken, was ist entsprechend supported, ja, was ist da, sage ich jetzt mal, von den Grafik-Libraries damit drin, aber man kann die Objekte hin und her schieben, man kann wirklich damit arbeiten und hat eigentlich so eine potente Maschine, virtuelle Maschine in seinem Portfolio, was man hier nutzen kann. Und das Schöne dabei ist, ich muss sie ja nicht kaufen, sondern ich kann sie mieten. Also das ist ein ideales Szenario, gerade wenn ich so einen temporären Workshop habe oder ein Projekt, das nur eine bestimmte Laufzeit hat. Ja. Bei Großkunden ist es so, dass die Daten ja dann im Unternehmen bleiben müssen und auch die Konstruktionsdaten müssen im Unternehmen bleiben oder in der Verwaltung vom Unternehmen und sollten halt nicht in der potenten Workstation bei irgendeinem Outsourcer quasi dann liegen. Und das wäre jetzt ein Weg, wie man das quasi hinbekommt. Ja. Also das ist jetzt, wie man sieht, so ein Desktop. Und vielleicht auch noch ganz spannend, schauen wir mal, ob man das auch hier sieht. Hier seht ihr ganz klein leider nur Windows 10 Enterprise for Virtual Desktops. Also das ist das Windows 10 Multisession, das quasi wirklich gebaut worden ist für WVD, um was zu erreichen, ja, um einfach zu sagen, wir haben hier ein Betriebssystem, das sowohl den Look and Feel von einem Windows 10 hat, aber auch in der Lage ist, mehrere gleichzeitig angemeldete Nutzer zu verkraften, ja, was ja immer bei einem kleinen Betriebssystem nicht so der Fall war. Okay. Genau, das wollte ich euch einfach mal kurz zeigen. Ja, perfekt, super. Dann, also du musst nicht die ganze Zeit deinen Screen scheren, aber danke schon mal dafür, fand ich super spannend. Parallele Frage, die jetzt mit dazu kam, du hast es gerade mal mit angesprochen, ich greife mal ein bisschen mit vor. Also die Abrechnung selber des WVDs ist ja ganz, sagen wir mal, Azure-typisch nach dem Nutzen. Das heißt, wenn ich sie aktiviert habe, wenn ich sie eingeschalten habe, dann zahle ich natürlich den Bereich dafür. Für die Nutzung, wenn ich sie nicht mehr brauche, schalte ich sie ab, habe keine weiteren laufenden oder Lizenzkosten oder ähnliches. Ne? Ja. Genau, perfekt. Genau. Also warst du... Ja. Ein Punkt, den man noch im Kleingedruckten natürlich noch dazu erwähnen muss, das Windows 10 an sich, das bringt jetzt keine, du musst eligible sein, also sprich, du musst die entsprechenden Windows-Client-Nutzungsrechte haben und die kriegst du jetzt entweder mit über ein Microsoft 365 schieß mich tot oder ein Windows 10 E3. Mhm. Das heißt, damit hast du dir das Recht erworben, auch auf so einem Desktop quasi in der Cloud zuzugreifen. Ja. Mhm. Selber überprüft man das jetzt nicht, wenn du Windows Virtual Desktop in Azure quasi aufsetzt, ja, dann gehen wir quasi davon aus, dass du eligible bist, ja, dass du das machen darfst. Mhm. Was in Azure, sage ich jetzt mal, noch an neben diesen Lizenzen, sage ich jetzt mal, die du haben sollst, anfällt, ist das, was du schon gesagt hast, VMs. Die VMs schauen in Azure genauso aus wie ganz klassische virtuelle Maschinen, ja, und produzieren auch entsprechend auch somit dieselben Kosten. Ja. Also wenn ihr wollt, können wir da auch mal einen kurzen Blick reinwerfen, wie so eine Windows Virtual Desktop Umgebung von der Admin-Sicht aussieht. Finde ich super spannend, machen wir gleich. Eine Frage kam noch parallel, die würde ich gerne noch mit vorziehen. Du hast es eben schon mal mit angedeutet, das Thema, wo sollten die Daten denn mit liegen? Jetzt ist ja so, wir übertragen nur noch Bilddaten des Desktops. Die Daten liegen ja zentral in Azure als Beispiel oder dann auch lokal on-prem wahrscheinlich möglich für eine Konnektivität. Das hat der Bernd schon mitgesagt, das mittels VPN zum Beispiel.
Die Frage ist, wie sieht denn Microsoft das Thema Security oder Sicherheit im Allgemeinen für BVD? Weil da sprechen wir doch um sehr viele, ich nenne es mal kritische Daten, die damit übertragen werden. Also was ist Microsofts Antwort? Ich weiß, ihr gebt ja viel Geld dafür aus für Security in verschiedensten Bereichen, aber jetzt gerade speziell auf BVD. Okay. Genau, dann würde ich vielleicht mal an der Stelle ein bisschen eingreifen. Dann kann der Bernhard im Hintergrund schon mal die Umgebung vorbereiten, was er zeigen will, das Admin-Interface. Security ist natürlich einer der Hauptpunkte, angefangen von irgendwelchen VPN-Lösungen, die wir eventuell ein Stück weit damit ablösen, weil wir natürlich dann zentralisiert irgendwo den Rückkanal ins Office bzw. ins Unternehmen darstellen können. Das heißt, da ist die Verwaltbarkeit nochmal ein Stück weit vereinfacht, als auch von den Möglichkeiten, die ich in der Interaktion mit meinem virtuellen Desktop habe, weil ich hier natürlich dann auch über Policies entsprechend einschränken kann, dass ich im Extremfall wirklich mich nur verbinden kann, aber jetzt kein Datenaustausch stattfindet. Das heißt, wenn die Anforderung da ist, kann ich die Zwischenablage komplett deaktivieren. Ich kann komplett die Drive Redirection deaktivieren, dass quasi mein virtueller Desktop komplett losgelöst ist von dem eigentlichen Client, von dem ich zugreife und letztendlich sich nur um die Grafikdarstellung kümmert. Und somit können wir dann je nach Anforderungen, die dann existieren, eben auch sicherstellen, dass hier die Sicherheitseinstellungen oder Sicherheitsvorgaben des Unternehmens letztendlich mit erfüllt werden. Und auf der Azure-Seite natürlich auch, da nutzen wir die herkömmlichen Azure-Services für die virtuellen Maschinen, für Storage etc. Das heißt, da können wir natürlich dann auch, was Zertifizierungen, Validierungen etc. angeht, aus dem Vollen schöpfen, weil wir da natürlich alles, was eigentlich State of the Art ist, entweder schon unterstützen oder mit Hochdruck daran arbeiten, dass wir hier irgendwelche neuen Zertifizierungen auch entsprechend mit anbieten können für unsere Services, sodass von der Security-Seite eigentlich wenig Kritik da sein sollte, wobei man natürlich trotzdem in der Implementierung darauf aufpassen sollte, weil die beste Infrastruktur hilft mir an der Stelle nichts, wenn ich die großen Scheunentore dann auf dieser Infrastruktur aufbaue. Das heißt, da muss natürlich dann auch entsprechend mit Unterstützung stattfinden, entweder durch uns an der Stelle oder eben durch euch von der NetLogix als Partner, die dann die Kunden entsprechend beraten, wie man die Umgebung als solches auf der sicheren Infrastruktur auch sicher aufbaut. Es kam parallel nochmal, Bernd, eine Frage mit dazu. Wie verwalte ich das? Ich denke aber, Bernhard, das wirst du eh gleich mit zeigen, dann hat man da so einen Gesamtüberblick, ne? Ja, einen Punkt noch. Ich habe jetzt, gerade weil ich ein bisschen vorbereitet habe, hast du den Reverse Connect erzählt? Nee, das kann ich noch machen vielleicht in der Zwischenzeit. Ja. Reverse Connect ist natürlich auch immer ein Punkt, gerade wenn es darum geht, irgendwie Dienste verfügbar zu haben von außen. Und da haben wir durch unsere Gateways eben auch komplett auf Basis Reverse Connect implementiert. Das heißt, wir benötigen eigentlich keine eingehenden Verbindungen zur Infrastruktur. Das heißt, die virtuellen Maschinen, die sind von außen im Extremfall gar nicht erreichbar, außer ich habe das durch irgendwelche anderen Anforderungen vielleicht noch, dass ich die für Managementzwecke irgendwie einen zweiten Zugangsweg mir schaffen will, wobei wir da auch in Richtung Bastion oder ähnliche Services eigentlich empfehlen. Das heißt, im Standardkonstrukt ist so ein virtueller Desktop eigentlich von außen komplett nicht erreichbar. Und die eigentliche Verbindungsfähigkeit, damit ich quasi von meinem Client auf diese Windows Virtual Desktop Umgebung zugreifen kann, findet über den Reverse Connect statt. Das heißt, ich habe einen Agenten auf meiner Windows 10 Maschine oder auch Windows Server ist an der Stelle natürlich möglich. Die verbinden sich zu unseren Gateway-Systemen, genauso wie es der Client macht. Und darüber kann dann eben ein virtueller Kanal geöffnet werden zwischen dem Client und der virtuellen Maschine. Und hier ist dann komplett SSL verschlüsselt die Kommunikation notwendig, ohne dass der Client als auch die virtuelle Maschine von außen erreichbar sein müssen. Das heißt, hier sind dann auch nochmal die Angriffsvektoren letztendlich minimiert, weil natürlich die virtuelle Maschine dann komplett nicht erreichbar ist, außer über den definierten Zugriffsweg über das entsprechende Gateway, die natürlich dann durch das Protokoll, durch das ADB-Protokoll auch nochmal entsprechende Sicherheitsimplementierungen mitbringen. Ja, und das ist schon eine coole Sache. Also jeder, der schon mal eine virtuelle Maschine oder einen Server im Internet stehen hat, gehabt hat, ja, der weiß, was da passiert, wenn das Passwort schwach ist. Und von dem her ist es schon alleine das, dass man nicht von außen aus rauskommt, sondern nur über WVD. Und ich zeige dann gleich mal, wie, ist das schon ein Riesenvorteil.
Ja, ihr seht jetzt schon mein Screen von meiner Azure Subscription. Ich führe euch mal ein bisschen durch. Also wir haben hier ich habe hier ein paar Ressourcengruppen angelegt, die sich ums Thema Windows Virtual Desktop kümmern. Also da sind meine Windows Virtual Desktop Ressourcen drin, die ich zumindest noch sehe als Administrator. Was ich vorhin gerade gesagt habe, ist, da tauchen die virtuellen Maschinen tauchen auf als klassische VMs, so wie man sie in Azure auch kennen würde. Und so einer Windows Virtual Desktop VM wird sie eigentlich, wenn man jetzt von der technischen Sicht heraus spricht, nur durch ein Stück Software, was innerhalb von diesem Client hier läuft, also was innerhalb von der VM läuft, ja, weil die verheiratet dann quasi diese einzelne VM mit einem sogenannten Host Pool. Ne, ein Host Pool ist so ein Organisationsobjekt von WVD, der es einfach nur beschreibt, wie gleiche VMs oder wie VMs auszusehen haben, die vielleicht einer gleichen Abteilung zugeschustert werden oder zugesprochen werden. Ja, und wenn man da mal reingeht, dann sieht man auch, dass das Ding hier nur eine interne IP-Adresse hat, ja, um den Beweis da anzutreten. Also ich habe das Ding nicht publiziert mit einer Public IP-Adresse, sondern ich komme eigentlich nur, das heißt jetzt in Azure natürlich rein über WVD oder wenn ich jetzt VPN hätte, halt dann über einen VPN-Tunnel, aber von außen komme ich da nicht drauf. Okay. Das heißt, auch die VM-Typen hier sind ganz klassische VM-Typen, so wie man sie in Azure finden wird. Ja. Also das heißt, WVD hat jetzt hier nicht ein Subset von den ganzen VM-Typen, sondern ich kann mir wirklich den Size auswählen, den ich ja haben möchte. Und das macht auch Sinn, hier vielleicht noch ein bisschen dann nachzudrehen, ja, wenn man feststellt, hey, die Performance ist zu gut, die Kosten zu hoch, dann kann man runterdrehen, ja, und im Gegenzug genau halt das Gegenteil auch machen, wenn die Nutzer sich beschweren, dass es ein bisschen zu langweilig wäre. So, das ist aber klassisch ganz normal, wie man es auch kennen wird bei VMs. So, was jetzt neu ist bei WVD, ist hier diese Administrationsoberfläche und die kümmert sich quasi um die Administration von Windows Virtual Desktop, was ich noch als Administrator, als Nutzeradministrator quasi tun muss. Ja. Da gibt es sowas wie ein Host Pool und ein Host Pool beschreibt einfach nur eine Anzahl von gleichen Session Hosts. Ja. Und wenn ich jetzt da mal reinspringe, Host Pool 1 ist bei mir leer. Man sieht hier, ich habe hier keine Arbeitsknoten verteilt, deswegen springe ich jetzt mal in einen anderen rein. Nehme den Host Pool 2 und sollte hier auch meine zwei Session Hosts sehen. Also sprich, das sind diese zwei VMs, auf die wir gerade einen Blick geworfen haben. Die idlen jetzt vor sich hin, weil ich habe momentan keinen Nutzer, der da drauf ist. Was kann man mit denen machen? Klar, ich kann sehen einmal, wer angemeldet ist. Ich kann sie vielleicht hier in den Wartungsmodus schalten. Ich kann sie hier rauswerfen aus diesem Hostpool, dass ihnen quasi von außen kein neuer Nutzer mehr zugewiesen wird, ja, wenn ich es, sage ich jetzt mal, nicht mehr brauche. Ja, also das ist jetzt so ein Hostpool und da wird es vielleicht auch mal klar, wenn man mal kurz mal durchgeht, weil das ist eigentlich der erste Schritt, mit dem man bei WVD anfängt, deswegen ist er hier auch gleich so riesengroß prominent damit drin, sondern das ist eigentlich fast das Erste, wenn man die Grundvoraussetzungen hat, also sprich, man hat einen Domain-Controller, der gesynkt ist mit dem Azure AD, dann kann man hier quasi Create Host Pool machen und legt dann quasi los und ganz interessant hier, ich mache es nicht komplett durch, weil das wird den zeitlichen Rahmen sprengen, aber ein paar Fakten gehen wir mal mit. Also Host Pool 3 kriegt einen Namen, den gibt es schon, machen wir mal 4. Also Ressourcengruppe brauche ich auch noch, nehmen wir mal 3, den dritten gibt es noch nicht. Ist der Teil hier, wir sammeln momentan noch, wir brauchen ein paar Metadaten, um letzten Endes halt die Verbindung zu den virtuellen Maschinen aufzubauen. Diese Metadaten sind Stand heute noch in den USA. Das Feature, dass die Daten, also zumindest die Metadaten, nach Europa kommen, ist on the road und ich glaube irgendwann im November für November terminiert. Also das heißt, da wird dann der Eintrag hier um Europe erweitert werden. Das darf man aber nicht vergessen mit der Lokation der VMs. Also die virtuellen Maschinen sind bei mir in meinem Fall schon in Frankfurt, also in Germany West Central. Ja.
Und hier noch ganz interessant ist die Sache, welchen Typ nehme ich eigentlich? Also wir haben dieses klassische VDI-Szenario, also ein Nutzer kriegt einen festen Desktop zugeordnet, das wäre dann hier Personal, ja. Oder ich mache hier dieses Pool-Szenario, das heißt, ich habe eine VM, auf die vielleicht, sage ich jetzt mal, 5 Leute gleichzeitig drauf zugreifen können. Und wenn ich dann im Prinzip hier vielleicht, je nach Lastverteilungsmechanismus, Breadth First wird heißen, basierend an der Anzahl der VMs oder Worker-Knoten, die ich jetzt im Hintergrund dann noch mit reinnehme, verteilt er halt gießkannenprinzipmäßig die Nutzer. Oder er macht bei Depth First den ersten voll und geht nach dem 5 beim 6. Nutzer dann auf die zweite, auf den zweiten Session Host, was letzten Endes natürlich eine virtuelle Maschine ist. Ja. Also so muss man sich das vorstellen. In unserem Fall Virtual Machine Location US wird keinen Sinn machen. Das heißt, ich würde hier in unserem Fall nach Germany West Central gehen, wird dann meinen VM-Typen auswählen, wird die Anzahl des Pools bestimmen und wird dann sagen, welches Betriebssystem sollen da rein. Ja. Und da ist im Prinzip hier eine Vorauswahl schon mal drin, die wir quasi zur Verfügung stellen. Heißt nicht, dass das jetzt hier die in Stein gemeißelt ist, weil man wird in der Regel hergehen und sein eigenes Image da reinnehmen, aber basierend vielleicht auf eins von diesen Vorangebotenen. Ja. Und so geht man dann durch. Darf ich dich ganz kurz unterbrechen? Zu den Hostpools gab es noch mal eine Frage. Nämlich, sollten mehrere kleine Hostpools angelegt werden oder eher weniger große? Was ist denn eure Best Practice? Also ich würde, du hast ja folgende Variationsmöglichkeiten. Also erstmal kannst du hier, ich habe es ja vorhin gezeigt, die Anzahl der Nutzer, die auf einen Host draufkommen, kannst du variieren. Ja, also da kannst du hochgehen und auf der anderen Seite kannst du die Größe der virtuellen Maschine, sage ich jetzt mal, von klein bis hoch drehen. Also das sind deine Freiheitsgrade. Ja. Ich würde mal sagen, hängt ein bisschen ab von dem Betriebssystem, was da drauf ist. Also Windows 10 ist zwar jetzt Multisession, aber es ist vielleicht nicht so skalierbar wie ein Server OS. Also ein Server verträgt keine Ahnung, wie viele gleichzeitige Anzahl von gleichzeitigen Nutzern. Ja. Beim Client-Betriebssystem ist es vielleicht noch nicht ganz so super smooth. Ja. Also ich würde schauen, dass ich vielleicht mit 5, 10 Nutzern pro Workstation oder pro Windows 10 Multisession ungefähr auskommen, ja. Und dann würde ich einfach auf die CPU-Auslastung schauen, brauche ich eine dickere Kiste oder mehr, was machen die, ja? Weil nicht jeder Nutzer ist gleich, ja. Wir können jetzt nicht sagen, irgendwie, dass der nur Notepad aufhat, macht ein anderes Lastverhalten als der vielleicht 3D zeichnet. Von dem her, try and error, sorry. Ja. Okay. Parallel andere Frage noch, welche Betriebssysteme werden denn neben Windows 10 noch mit unterstützt? Also Windows 10 haben wir ja von dir schon mit gehört, ist das, was standardmäßig mit implementiert werden kann, eben auch als Multisession-Version, aber du hast jetzt auch gesagt, man kann ja eigene Betriebssysteme mitbringen. Ja, also du, was heißt eigene Betriebssysteme mitbringen? Ja, klar, die Lizenzen musst du haben. Was supporten wir? Wir machen Windows 2012 R2, Windows 10, sowohl Multisession als auch, sage ich jetzt mal, Single Session, also so wie man es eigentlich kennt. Dann was haben wir noch? Wir haben, muss ich mal schauen in die Folie rein, weil es gibt hier so eine Übersicht. Könnte ich vielleicht kurz einspringen? Also man hat grundsätzlich die Unterscheidung in zwei Arten der Betriebssysteme. Wir haben einmal die Client-Sicht, das ist ein Windows 7 und ein Windows 10, wobei wir bei Windows 7 auch die Extended Security Updates kostenneutral für den Kunden quasi mitliefern. Das ist auch gerade im Migrationsszenario ein wichtiger Punkt, damit man da einfach nicht so diese Hektik hat, jetzt quasi auf Teufel komm raus von Windows 7 loszukommen, sondern quasi einfach die Sicherheit hat, noch ein bisschen die Updates im Hintergrund zu haben. Und auf der Serverseite unterstützen wir von Windows 2012 R2, 2016, 2019 die entsprechenden Betriebssysteme, wobei man da auch sagen muss, da unterscheidet sich die Lizenzierung ein bisschen. Bei den Client-Betriebssystemen, da kommt es eben oder geht es in Richtung dieses Client-Zugriffsrecht, was der Bernhard vorhin auch schon erwähnt hatte, gerade im Zuge von Microsoft 365 oftmals mit dabei. Wenn wir in Richtung der Server-Betriebssysteme schauen, dann haben wir auch wieder die Remote Desktop Calls, die wir hier benötigen, damit quasi der Zugriff lizenziert wird auf den Terminal Server. Das heißt, viele Kunden oder was wir eigentlich im Feld auch sehen, ist eher der Trend in Richtung der Desktop-Betriebssysteme. Da ist letztendlich dann dadurch auch Windows 10 Multisession ein Stück weit entstanden.
dass wir neben der klassischen User Experience von dem Desktop-Betriebssystem eben auch dann von der Lizenzseite hier nochmal die Mehrwerte präsentieren können, dass wir eben die Remote Desktop Services, die extra CAL-Lizenzen an der Stelle entfallen lassen können, wenn wir in Richtung eines Desktop-Betriebssystems gehen. Aber es ist so, wie Bernd schon gesagt hat, die Serverbetriebssysteme sind auch mit dabei. Und wenn du quasi eine bestehende Terminal-Server-Farm on-premise hast, ja, und hast schon Images, die basierend auf dem Serverbetriebssystem sind, ja, musst du es in Azure nicht komplett nochmal neu aufbauen, sondern es gibt einen Migrationsweg. Also sprich, du musst dafür sorgen, dass dieses Image halt nach Azure kopiert wird, ja, und zu einem in Windows Virtual Desktop einflanschen, tut sich das Ganze in dem, dass du wirklich diese Agenten installierst und mit dem Hostpool verheiratest. Das ist der manuelle Schritt und dann taucht im Prinzip der Client oder das, egal welches Betriebssystem halt da drauf ist, dann als Session Host in WVD auf. Okay, gut. Jetzt wird es ein bisschen spannender. Ich glaube, da kann der Bernhard noch mal drauf antworten. Wie lange dauert es denn, um eine Testumgebung oder eine WVD-Umgebung initial einzurichten? Ich würde mal sagen 1,75 Stunden. Warum so genau? Ich habe mal eine Demo-Umgebung gebaut oder beziehungsweise so eine Art, WVD-Sandbox nenne ich das Ganze. Ist auch zu finden unter aka.ms/WVD-Sandbox. Ist ein GitHub-Repository, wo letzten Endes ein paar PowerShell-Skripte dahinter liegen und auch ein paar ARM-Templates, die mir die lästige Arbeit, also sprich, wenn ich jetzt eine grüne Wiese habe, ja, leere Subscription, kein AD, kein AD-Sync, dann baut er mir quasi so eine Spielwiese auf. Ich bin quasi mit meinem ersten Hostpool fertig, wenn man schnell ist, nach 1,75 Stunden. Mhm. Super. Vielen Dank dafür. Also den Link, den stellen wir im Nachgang gerne nochmal, dann kann man sich das mit anlesen. Ich glaube, das ist auch sehr gut dokumentiert mit Blog und wie, was, wo zu machen ist in diesem ganzen Bereich, von daher. Genau, die Idee ist, dass man es alleine machen kann, ja. Ja, das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut. Okay, wir haben noch eine Frage Richtung der Strategie. Hintergrund ist, Microsoft und Citrix haben ja eine langjährige Partnerschaft. Das heißt, es gibt ja schon ganz, ganz ein inniges Verhältnis zwischen den beiden großen Companies. Ist jetzt WVD ein Konkurrenz- oder ein Add-on-Produkt? Und wenn, wie zeigt sich denn das Add-on dabei? Bernd, magst du dazu was sagen? Genau, dann sage ich ein bisschen was dazu. Das heißt, ja, WVD ist natürlich, wir haben eine gewisse Überschneidung von Windows Virtual Desktop zu den bestehenden Citrix Services, aber das ist jetzt durchaus nicht als Konkurrenzprodukt gedacht, sondern wir haben natürlich auch im Zuge der strategischen Partnerschaft darauf Wert gelegt, dass eben auch Citrix-Umgebungen die Mehrwerte von Windows Virtual Desktop nutzen können. Das heißt, der einfache Zugriff letztendlich, beziehungsweise Windows 10 Multi-Session. Und somit können wir auch im Zuge von Citrix Cloud nativ dann die Dienste von Windows Virtual Desktop einbinden, beziehungsweise die Maschinen und somit quasi die Citrix-Umgebung ohne großen Aufwand auch nach Azure erweitern, um eben hier dann auch die Hostpools, die Dynamik etc. alles sauber zu nutzen. Und von daher kommt es immer ganz auf die Anforderungen an, die der Kunde letztendlich hat. Viele Kunden machen es letztendlich dann an der finanziellen Seite fest, wollen dann quasi auch mal bewusst WVD nativ gegenüber Citrix sehen, wo wir dann eben auch bei den Kunden unterstützen und einfach mal fundiert darauf den Kunden analysieren lassen, welche Features braucht er wirklich. Weil wir da, muss man auch zugeben, offen noch keine Feature-Parität natürlich haben zwischen Windows Virtual Desktop und Citrix. Und das Ganze, selbst wenn es gewollt ist von der Produktstrategie, sicher noch eine gewisse Zeit lang dauern wird. Und von daher haben wir auch viele Kunden, die gerade, wenn es schnell gehen soll, in Richtung Citrix dann weiterhin gehen und quasi nur die Erweiterung nach Windows Virtual Desktop über die Citrix Cloud nutzen. Weil wir dann letztendlich einen großen Vorteil haben, weil eine Citrix-Umgebung mit Citrix Cloud kann hybride genutzt werden. Das heißt, wir haben sowohl die Hosts in Azure als auch die bestehenden Hosts on-premise, wohingegen Windows Virtual Desktop nativ ein reiner Cloud-Dienst ist. Das heißt, da haben wir keine Möglichkeit, bestehende Systeme on-premise zu nutzen. Wir haben ab und zu mal die Rückfragen von Kunden, die einen Azure Stack oder sowas vielleicht nutzen wollen on-premise. Das heißt quasi die lokale Inkarnation von Azure. Aber selbst da müssen wir heute noch abwiegen. Das heißt, wenn in irgendeiner Form der Hybridbetrieb notwendig ist, dann ist die Empfehlung ganz klar in Richtung Citrix zu gehen.
oder auch wenn bestimmte Services genutzt werden, wie zum Beispiel natürlich die Applikationsbereitstellung über Citrix-Dienste. Wir haben Kunden, die haben schon ihren kompletten Rollout von den Images in Citrix letztendlich provisioniert bzw. im Betrieb. Da muss man natürlich dann auch sich fragen, macht es Sinn, quasi das Rad nochmal neu zu erfinden, die Admins umzuschulen? Und von daher sind wir von der Microsoft-Seite eigentlich jetzt nicht irgendwie festgelegt, dass wir sagen, wir müssen jetzt auf Teufel komm raus Windows Virtual Desktop nativ pushen, sondern in Verbindung mit Citrix Cloud ist das genauso ein guter Service und kann letztendlich dann auch durch den Kunden genutzt werden. Und uns ist da einfach wichtig, dass wir den Kunden zuverlässig beraten, damit er einfach keine bösen Überraschungen erlebt und sich vielleicht auf irgendwas verlässt, was er dann vielleicht bei WVD nativ dann vermissen würde. Von daher sehen wir durchaus die Kombination mit Citrix oder auch mit VMware. Da haben wir genau das Gleiche mit der Horizon Cloud. Also ist auch nicht nur auf Citrix letztendlich festgelegt. Okay. Also heißt es auch ist keine so einfache Antwort oder beziehungsweise it depends, ja. Aus Seller-Sicht oder aus betrieblicher Sicht her ist alles in Azure und damit ist es für uns völlig okay. Ja, aber heißt auch für mich jetzt als Zlogix ist natürlich gut, dass wir sowohl Citrix wie MWA als auch Microsoft-Partner sind. Insofern, es wird auch mit bestehen bleiben. Und ich glaube, da können wir all unseren Kunden mithelfen. Danke schon mal dafür. So, jetzt kam noch mal eine Frage mit rein. Ich glaube, das hat eben ein bisschen Eindruck mit hinterlassen, was wir schon mal gezeigt hatten. Und zwar, wie lassen sich denn 300 User mit Windows 10 Multisession mit einem standardisierten Desktop betreiben? Also User-Veränderung temporär, Rücksetzen in der Nacht oder... Aber so ein bisschen die Empfehlungsfrage oder die wir jetzt hier mit lösen. Okay, also gut, also man wird die Diskussion, wie man die jetzt entsprechend, wie viele Host-Pools oder wie viele Session-Hosts man ausrollt, hat man ja schon irgendwie, dass du da ja im mehrere VMs mit entsprechender Größe halt, dass das deine Freiheitsgrade sind. Ja, das musst du den Sweet Spot quasi für dich finden. Dann ist der nächste Punkt, wie kriegst du das hin mit den, wenn du jetzt so einen gepoolten Hostpool hast, also nicht jeder Nutzer kriegt seinen eigenen Desktop, was ja kostenintensiv ist, sondern wir arbeiten mit einer gescherten Ressource. Dann würde ich mal Folgendes vorschlagen. Der erste Punkt wäre, wir brauchen sowas wie Profile Redirection, also sprich, die Benutzerprofile müssen ja mit der Log-on-Session mitwandern, ja, weil hilft da nichts, wenn ich meine lokalen Daten immer auf meinem Desktop habe, den ich morgen vielleicht gar nicht mehr kriege, ja, sondern ein anderer Nutzer hat. Das heißt, wir haben mit FS Logics dann eine Firma gekauft, die Softwarelösungen in dem Bereich schon angeboten hat, seit langem auch für Terminal-Server-Farmen logischerweise. Und die ist im Zuge von Windows Virtual Desktop gekauft worden. Und das Produkt wird ein Stück weit immer mehr integriert. Also das heißt, du bist du bist eligible, um FS Logics zu implementieren auf deinem Session-Host. Und das sieht dann so aus, dass quasi rein technisch gesehen ein Stück Software in jeder VM, in jedem Session-Host läuft, der sich quasi als Art Dateisystem, Filtertreiber reinhängt ins OS und dann im Prinzip die Ordner, die zum Profil gehören, die du auch definiert hast, wenn es noch außer dem Standard wie Documents, Downloads, Pictures etc. pp. Noch welche sein sollen, auf dem Remote Share geschrieben werden. Ja? Und das heißt, an eine zentrale Stelle geschrieben werden. Das kann entweder ein File-Server sein, den du aufbaust. Will man vielleicht nicht, weil man will da nicht noch zusätzlichen Admin-Overhead haben. Das kann ein Azure NetApp-File-Share sein, also der gemanagte NetApp-Service in Azure. Oder das kann zum Beispiel ein Azure-File-Share sein. Ja? Und da macht man dann auch mit entsprechend Berechtigungen drauf, dass der Nutzer nur jeweils in seinen Ordner reingucken kann. Das Ganze so, dass je nachdem, wo ich mich anmelde, quasi FS Logics erkennt, ha, Nutzer Bernhard Frank braucht jetzt sein Profil, das laden wir ihm rein und dann hast du quasi, ohne dass du es mitbekommst als Nutzer, dein Share drin. So, das sind einerseits die Daten. Jetzt sprechen wir noch von den Anwendungen, ja, weil wir haben ja jetzt 300 Nutzer, die wollen ja nicht nur irgendwie einen leeren Desktop haben und vielleicht irgendwelche Dokumente runterladen, sondern die wollen jetzt irgendwie ihr, keine Ahnung, Datev machen oder ihr PDF oder weiß der Henker was. Ja, klar, und da gibt es natürlich genauso wie in der klassischen Terminal-Server-Problematik auch, was mache ich? Also entweder ich
bauen wir für jeden Anwendungscase, also ich mache Gruppen quasi und bauen wir für jedes Ding ein eigenes Image und update das und pflegt das, riesen Overhead, ja. Oder ich mache wenige Images, vielleicht eins, ja, wenn ich es hinkriege, hau da alle Anwendungen drauf und mache sowas wie Anwendungsmaskierung. Also, dass ich sage, irgendwie Gruppe Personalabteilung sieht nur folgende Anwendungen. Die anderen sind zwar auch im System mit drauf installiert, aber, sage jetzt mal, sind nicht sichtbar, ja, werden ausgeblendet, auch aus dem Dateisystem, dass die da nicht hinkommen. Ja. Auch dafür hat FSLogix die Möglichkeiten. Ja. Also das sind so diese Application Masking. Das ist so der Usus-Stand, sage jetzt mal, wie man es derzeit macht. Was quasi on the roadmap ist, ist eine andere Thematik, die nennt sich MSIX App Attach. Da schafft man es dann, dass man die Anwendungen eigentlich nicht in das Image installiert, sondern man installiert sie so, ich sage jetzt mal im Trockenen, ja, mit so einer Art Installationsrekorder, so ähnlich wie man es vielleicht noch von AppFi her kennt, mit, der schneidet mit, was ist da, was wird alles angetouched, wo wird hingeschrieben, in der Registry, auf dem Dateisystem etc. pp. Und der macht dann da draußen ein Paket. Und letzten Endes habe ich dann sowas wie eine virtuelle Harddisk, die ich quasi, ähnlich wie ich das Benutzerprofil habe, dem Benutzer von außen mit seiner Login-Session reinreiche oder anflansche. Und dann hat er quasi die entsprechenden Anwendungen mit dabei. Wie gesagt, da sind wir noch nicht ganz. Das ist im Preview, aber da wird die Reise hingehen. Und ich sage jetzt mal, wie du es machst, das sind so zwei unterschiedliche Welten. Also ich habe Leute, gerade wenn es ums Betrieb geht, ich bin Admin, ich muss Update-Pakete einspielen. Ja, wie mache ich es denn? Es gibt den einen Teil, der sagt, ich baue mir mein Image immer neu, weil ich eh alles irgendwie unattended schon geskriptet habe und schmeiße einfach meine Benutzerprofile, sage jetzt mal, ist mein Ist-Stand, ja, und meine Images kann ich relativ tagesaktuell neu bauen und den Nutzern zur Verfügung stellen, ja. Dann habe ich quasi immer so eine Art Refresh. Oder es gibt Leute, die sagen, nee, ich baue die Farm einmal auf und hau da irgendwie ein Softwareverteilungstool drauf, wie Config Manager oder was weiß ich was, und sorge dafür, dass dann die Updates immer eingespielt werden. Hängt ein bisschen davon ab, mit was man besser unterwegs ist, also was vielleicht da schon vorhanden ist irgendwie. Aha. Okay. Ja, das ist eine sehr lange Antwort für allerdings ein nicht einfaches Thema. Nicht einfaches Thema, auch keine schlechte Frage. Also von daher, das ist alles gut. Wir haben noch eine andere. Wie sieht es denn mit Webzugriff in WVD mit aus? Naja. Ja, geht. Ist drin. HTML5-Client kann ich zeigen. Also wenn ihr sehen wollt, dann machen wir mal eine Verbindung zu einem Host. Ja, warum nicht? Dann können wir das auch mit anschauen. Ich sage, mit Blick auf die Uhr haben wir noch knapp 7 Minuten. Die sollte man natürlich noch mit nutzen. Insofern, ja. Also ihr seht jetzt oder ihr solltet jetzt sehen im Hintergrund mein Desktop. Versuche das jetzt nochmal hier klein zu machen und Shame on me, ich habe vergessen, hier die Sachen da auszublenden. Jetzt so sieht quasi das Webinterface aus, wenn man sich als Nutzer da anmeldet. Ihr seht WVD User 1, der sieht jetzt relativ wenig Ressourcen, ja, nämlich nur hier so einen Desktop-Arbeitsplatz. Aber das ist alles im Browser. Ihr seht auch oben die URL, das ist eine Public-Adresse von Microsoft. Das heißt, es ist nicht etwas, sage ich jetzt mal, meine, sondern um die ich mich dann auch kümmern muss, sondern es ist der Web-Gateway von uns. Und wenn ich jetzt da draufklicke, dann bekomme ich die nächste Frage. Also sprich, ich bin jetzt auf der Webseite angemeldet als WVD-User 1, der in meinem Azure Active Directory lebt. Ja? Nicht bei Microsoft, sondern lebt in meinem Azure Active Directory. Und jetzt macht der eine Verbindung zu einem Desktop. Ich nehme das Clipboard mit, ich nehme den Drucker mit. Gut, habe jetzt keinen lokal angeschlossen, aber ihr seht, könnte man machen. Und jetzt bekomme ich eigentlich, oder sollte ich nochmal ein zweites Prompt bekommen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich meine Ressourcen da anhabe. Mal schauen, weil ich habe die Umgebung jetzt schon länger nicht mehr anlaufen lassen. Aber ich sollte eigentlich jetzt eine zweite Anmeldung bekommen. Und das ist jetzt mein Kerberos-Login, wenn man so möchte. Ja. An der Domäne. Der passiert jetzt wirklich von dem System aus und ich kriege quasi in diese Session, ja, jetzt schauen wir mal, wie die Skalierung hier jetzt passiert. Ja, man sieht hier FSLogix Apps, diesen Filtertreiber, der jetzt versucht, mein Profil hier im Hintergrund reinzublenden und kriegt es hier entsprechend in meinem Browser
angezeigt. No. Gut, wenn er ein bisschen schneller ist, ja, hängt ein bisschen, dann seht ihr auch, dass das hier quasi mein Desktop ist auf dem System. Aha. Ja. Okay, nicht schlecht. Nicht schlecht. Sehr schön. Dann schon mal vielen Dank dafür. Nochmal Blick auf die Uhr. Fragen sind jetzt zumindest im Chat keine mehr. Sollen wir noch 5 Minuten mit Luft? Die müssen wir nicht nutzen, können wir mitmachen. Ansonsten, ich bin immer ein großer Freund, dass wir das Meeting oder das Webinar, also vielen Dank nochmal für eure Infos, für die Zeit, für die kurze Demo mitmachen. Ansonsten auch an alle Teilnehmer, wenn es noch weitere Fragen mitgibt, gerne zu mir oder an den Kollegen von unserer Firma mitgeben, also den Vertriebskollegen. Das routen wir dann zentral entweder mit an euch mit weiter oder an unsere anderen Partner oder wir können selber natürlich mit lösen, was Beratungsfragen etc. mit angeht. Ansonsten 2 kurze Fragen. Bernd wird ein bisschen philosophisch. Du kennst das Sprichwort, früher war alles besser. Wenn aber früher alles besser war, wird morgen alles? Noch besser. Das heißt, wir versuchen natürlich auch weiterhin, das ist vielleicht ein Punkt, wo wir jetzt noch wenig drauf eingegangen sind, User Feedback. Da sind wir natürlich auch regelmäßig dahinter, einfach mal zu schauen, was fehlt dem Service eventuell noch. Das heißt, da haben wir entsprechend natürlich auch User Voice etc., wo bitte auch, wenn euch irgendwas bei dem Dienst fehlt, bitte Feedback hinterlassen, weil das beste Feedback hilft uns nicht, wenn es nicht ankommt bei den richtigen Leuten. Und da sind wir natürlich auch dran, weil ja, früher war immer alles besser, aber dann wird man alle noch mit irgendwie Pferdekutschen rumfahren. Das heißt, irgendwo hat es vielleicht auch doch einen Vorteil, dass wir uns da mal mit neuen Technologien auseinandersetzen. Und ich glaube, da haben wir gerade mit Windows Virtual Desktop gerade so einen schönen Mittelweg gefunden, gerade auch mit der Desktop-Variante Multisession-fähig gemacht, damit der Umstieg für den User möglichst homogen ist, damit das Look and Feel alles gleich bleibt, aber im Kern unten drunter letztendlich dann alles modernisiert wird und auch für den Admin natürlich auch der Aufwand sinkt, dass wir da eben viel als Service bereitstellen, Gateways, Broker etc. Das heißt, man kann sich wirklich wieder auf die Kerngeschichten konzentrieren und hier wirklich dann auch die Bereitstellung der virtuellen Desktops als solches wieder als Hauptaufgabe sehen und nicht das Ganze außenrum, irgendwelche Metasysteme, die man zwar am Ende des Tages braucht, aber die mir nicht wirklich einen Mehrwert aus Admin-Sicht liefern. Okay, danke dafür. Bernhard, an dich habe ich auch noch eine kurze, letzte, abschließende Frage. Vollende doch bitte den Satz. Ohne WVD wäre die Welt... Viel ärmer. Okay, das war jetzt irgendwie langweilig. Ja, vielleicht langweiliger. Glaube ich auch. Also ich glaube, es ist ein cooles Tool. Gut, nachdem jetzt bisher auch keine weiteren Fragen mehr dabei sind, dann sage ich nochmal vielen lieben Dank für eure Teilnahme, für eure Zeit, für die Infos. Wie gesagt, auch an die Teilnehmer selbst. Wenn noch Fragen sind, gerne an uns mit durchrouten. Dann wünsche ich allen hier in dem Call nochmal einen schönen Tag, erfolgreiche Wochen. Wie gesagt, wenn was gibt, gerne mit zu uns routen. Ich darf noch ein bisschen Werbung machen für unsere nächste AMA-Session, dann wieder am 3. Dienstag des Monats im November, dann wieder um 10 Uhr. Thema wird PRTG, also unseren lokalen Nachbarn aus Nürnberg, die Firma Pessler mit sein. Insofern, da geht es nochmal um das Thema Monitoring und im Dezember wartet dann ein Ask Me Anything Special auf alle unsere Kunden, Teilnehmer, Partner. Ich glaube, das wird nochmal was ganz, ganz Spannendes und was Neues werden. Gut, also dann sind wir soweit durch. Ich sage nochmal vielen lieben Dank euch beiden. Euch auch noch einen schönen Tag und gerne bis zum nächsten Mal. Alles klar, danke, macht's gut. Eine schöne Woche. Danke euch. Ciao.